Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Nearwood. Ja, vielen Dank für eure Kommentare zur letzten Folge, denn ihr habt mir geschrieben, dass diese Äste nicht nur entwirrt werden müssen, sondern dass wir natürlich auch das Tor freilegen müssen, was sehr logisch ist, denn wir müssen dort ja schließlich durch. Und deshalb werde ich das jetzt mal versuchen. Ich denke, das mit dem Entwirren ist eigentlich gar nicht so ein Problem. Es war halt, ja, das Tor war leider nicht freigelegt. Das ist ein bisschen doof gewesen, aber das bekommen wir jetzt hin. So, den. Dann den dahin. Dann müsste das hier auf dieser Seite schon passen. Ziehen wir den mal eben runter. Der kommt dann irgendwo dazwischen. Nee, der muss dahin. Ich darf jetzt natürlich nicht zu weit zum Tor gehen, deshalb mal schön alles hier nach hinten schieben. Ja, wir haben es. Oh, sehr gut. Endlich. Urpendel. Ah. Faye, I saw this place so often in my dreams. Aha, und er sagte einfach nicht zu. Sehr gut. Der Baum des Lebens, der Geist von Nearwood lebt in seinen Ästen. Was ist das hier? Mit bloßen Händen komme ich nicht heran, was auch immer es ist. Okay. Achso, das war die Stelle. Alles klar, können wir da schon rein? Snoopsi! 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 Ein Mond? Ich muss die Mondsichel irgendwie herunterholen. Okay. Vielleicht kriegen wir noch eine Leiter oder so, einen Pfeil. Gut. It's as if air itself froze up in here along with the clock. Der böse Nebel. What? So ein Steintroll? It's too powerful. We need magic here. We would have a chance if we had the powerful staff of Rhiannon. Okay, können wir uns denn den Kristall nehmen? Ja. Eine Armbrust. Ui, 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 ui. Okay, wir brauchen eine mächtige Waffe. Ja, ist ja gut. Da war vorher der Kristall. Okay. Snoopsi! Mensch, sitzt er da oben auf dem Kopf? Hier sitzt einer auf den Pilzen. Und ist hier irgendwo noch einer? Nee, anscheinend nicht. Gut. Urpendel, Pfeil, Armbrust. Wo müssen wir das einsetzen? Urpendel. Wir hatten doch hier irgendwo. Da, genau hier. Da. Ah, sehr schön. Ein Komet. Fehlt aber dann immer noch die Mondsichel. Aber gut. Die bekommen wir auch noch. Setzen wir die schon mal. Huch. Die schon mal ein. Okay. Die beiden Kristalle. Wo brauchen wir die? Und wir brauchen auch noch ein Buch für die Bibliothek. Na, eben schauen. Da muss noch ein Buch hin. Und das ist doch bestimmt... Ja. Das ist doch bestimmt das Buch, was die eine Statue in der Hand hält. Pfeil und Armbrust. Wofür? Was war hier nochmal? Achso, hier fehlt eine Pyramide. Okay. Snoopsi! Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir den mit der Armbrust besiegen können. Moment, vielleicht können wir den Mond runterschießen. Jo, das geht sogar. So, Pfeil reinlegen. Yay! Eine Mondsichel. Okay. Dann kommen wir jetzt auch endlich hier weiter. Oh. Was? Formelkachel? E gleich M. Ach, das ist ja cool. E gleich M. C Quadrat. Ja. Formeltafel. Formeltafel. Formeltafel.
Also hier können wir nichts mehr machen. Da oben ist der Greif. Formeltafel? Nee, also ich glaube, hier ist definitiv nur das Buch, ne? Was anderes ist hier nicht. Mal eben auf die Karte schauen. Da sind die... Ah, Moment, da war doch noch... Stimmt, da war noch eine Einbuchtung in einer Statue. Ich erinnere mich. Wo war denn das hier? Hier ist eine Vertiefung. Jo. Ah, endlich. Sehr gut. Buch der Alchemie. So, jetzt kommen wir aber in der Bibliothek weiter. Und ich frage mich, ob das hier jetzt schon die letzte Folge sein wird. Ich gehe davon aus, dass das Spiel echt bald zu Ende ist. Aber wahrscheinlich gibt es ja auch noch Bonuskapitel. Ordne die Bücher so an, dass die Buchrücken ein Bild ergeben. Okay, also ich kann die ganz einfach so tauschen. Das ist ja schon mal gut. Moment. Das ist definitiv dahinter. Was ist das hier? Sieht das passend aus? Dann schiebe ich die nämlich mal alle... Nee, Quatsch. Das hier. Nein, das war das Falsche. Mensch, die lassen sich so schlecht anklicken. Da. Das sieht ganz merkwürdig aus. Moment, wir packen das mal kurz dahin. Das dahin und dann kommt das definitiv dahin. Dann der Kopf nach dort. Dann brauchen wir den Körper. Ist das das hier? Sieht sehr merkwürdig aus, ist aber richtig. Ein Geheimgang hinter den Bücherregalen. Faye, what is this place? This is the planetarium. The timekeepers would come here to watch the human world. Only a chosen few were allowed in here. Aha. Und hier liegt einfach mal ein Regenschirm herum. Die Hüter der Zeit froren ein, als die Zeit anhielt. Wir müssen die Uhr wieder zum Laufen bringen, um sie zum Leben zu erwecken. Okay, ah. Fehlt noch einer? Ich muss zunächst das Sicherheitsgitter deaktivieren. Snoopsi! Noch mehr Snoopsis? Ich glaube nicht. Das war das Fenster der Hüter der Zeit zur Menschenwelt. Aha. Ein Regenschirm. Gut, also da brauchen wir jetzt noch einen Kristall. Moment, die Zeit wurde angehalten. Ach so, okay. Regenschirm. Ah, nee, Moment. Mit dem Regenschirm können wir natürlich diesen Gegenstand hier rausholen. Ist das ein Zirkel? Ein Zirkel, jawohl. Was machen wir mit dem Zirkel? Wir besiegen ihn, ich habe eine Idee, mit einem Zirkel. Das ist ganz fantastisch. Der sieht auch so aus, als würde der irgendwas wollen. Oh. Oh. Ein Auge fehlt. Okay. Da oben. Okay. Ein Zirkel. Das hier müsste jetzt... Ja, das ist komplett fertig, denke ich mal. Und hier haben wir doch auch alles. Nee. Hier ist noch irgendwas. Ach, klar, stimmt. Hoppla, hoch, was? Auf jeden Fall hat sie es leider fallen lassen. Oh, das nächste Wimmelbildspiel. Okay. Dass das hier so easy vonstatten geht. Das gehört auch dazu. Das hier vielleicht auch.
Das hier auch. So, eins noch. Die großen gehören da nicht zu, ne? Nee. Da! Das ging mal flott. Und wir haben eine Smaragdpyramide. Die setzen wir jetzt... Wo war's? Ich glaube hier. Die setzen wir jetzt hier ein... Ah, und da ist schon das Auge. Jetzt geht's aber schnell voran, ne? Auge der Wahrheit. Jetzt geht's echt, glaube ich, stark aufs Ende zu. Der nächste Kristall. Ansonsten keine Gegenstände mehr im Inventar. Bin ich jetzt hier richtig? Ach ja. Ich muss in die Bibliothek. Yay! Ja, wir haben den Stab von Rigganon. Oder wie auch immer er heißt. Denn wir haben ihn, glaube ich, nur einmal in diesem Let's Play erwähnt bekommen. In diesem Spiel. Oh. Oh. Was willst du denn? Sorry, kurze Hustenpause. Drücke in der richtigen Reihenfolge auf die Symbole, um einen Angriff einzuleiten. Was? Blau. Lila. Wie? Hä? Bisschen Konzentration gerade, ich rede mal nicht so viel. Oh, das war falsch. Nein, lass mich. Blau, Rot, Orange, Türkis. Okay. Blau, Rot, Orange, Türkis, Gelb, Lila. So, das letzte oder vorletzte? Oh Gott. Türkis, Lila, Grün, Orange. Blau, Rot, zweimal Gelb. Was? Okay. There it is. The clock of equilibrium. And Rigganon the Wise, the great keeper of time. Don't waste another minute, Jane. Start the clock. Is that my father and my mother over there? Yes, it's them. But hurry, Jane, or everything we've done will have been for nothing. Everyone will disappear. Us, them. Start the clock, Jane. Okay. Ich wollte erstmal in Ruhe die Snoopsies einsammeln. Da nämlich. Und da. Achso, hier setzen wir dann die Uhr ein. Okay. Sie haben versucht, meinen Vater aufzuhalten, bevor er eine Katastrophe auslösen würde. Okay, noch irgendwo ein Snoopsie. Snoopsie, Snoopsie? Seid ihr denn? Ich werde nochmal eben ins Buch der Snoopsies reinschauen, weil ich wirklich davon ausgehe, dass das Spiel gleich zu Ende ist. So, was hatten wir kurz davor? Zuweilen war er so in sein Spiel vertieft, dass die Kinder wegliefen und anderen Streiche spielten. Stimmt, der Vater hat ja gern Mahjong gespielt. Selbst die Greifenbabys waren vor ihren Späßen nicht sicher. Die Snoopsies liebten Tiere über alles, besonders die Haustiere der Gnome. Selbst die Riesenhamster, die niemals Nein zu einer Zwischenmahlzeit sagen. Snoopsies waren ausgezeichnete Landwirte. Sie haben eine spezielle Maschine gebastelt, um den Boden zu beackern. Der Hakenkäfer war gleichzeitig auch ein Spielzeug. Sie bauten die saftigsten und leckersten Früchte an. Einige Snoopsies waren Pilzsammler. Ihre Pilzmarmelade war in ganz Nearwood bekannt.
Andere arbeiteten in den Gärten der Hüter der Zeit. Ein paar Snoopsies arbeiteten im Kraftwerk. Manchmal ging ihre Neugierde mit ihnen durch. Snoopsies liebten es, Dinge zu hamstern, besonders solche Dinge, die anderen gehörten. Und manchmal waren dies sehr wichtige Dinge. Die Snoopsies haben aber immer hart gearbeitet. Ihre großartigen Statuen haben Nearwood jahrhundertelang geschmückt. Die Astronomen unter den Snoopsies haben einen neuen Planeten entdeckt. Einstimmig beschlossen sie, dass er Snoopiter heißen sollte. Einige von ihnen lieferten regelmäßig Post an die entlegensten Regionen Nearwoods aus. Oh, und das war es leider schon. Gut. Dann setzen wir doch jetzt mal die Uhr ein und schauen, was passiert. Balance was again restored between the two worlds. Evil was banished from Nearwood. And Jane's mother came back to life to reunite with her family. Life went on in the magical kingdom. As for the Lockwoods, well, their story is just getting started. Oh, wie schön! Glückwunsch, du hast das Hauptabenteuer abgeschlossen. Das Bonuskapitel und der Bonusinhalt sind jetzt verfügbar. Okay, ich würde ganz gerne kurz... Ich hoffe, jetzt fängt nicht das Bonuskapitel an. Nein, Leute, ich muss es abbrechen. Sorry! So, ich wollte natürlich die Extras sehen. Nehmt es mir nicht übel, ich habe das Bonuskapitel jetzt weggedrückt. Ich hoffe, ich kann es beim nächsten Mal laden. Naja, egal, denn das soll ja dann eine Extra-Folge werden. Hier haben wir den Soundtrack Konzeptwürfe, oh, Entwürfe natürlich. Ja, sehr schön. Da sahen die im fertigen Spiel aber sogar ein wenig schöner aus. Hintergrundbilder. Ach ja. Gut. Das Übliche, was man halt so von Wimmelbildspielen kennt. So, und hier geht's echt nicht weiter. Schade. Aber gut. Das war das Hauptspiel. Nearwood. Es war ganz cool, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Ich denke, ganz am Ende, nach dem Bonuskapitel, kommt dann mein Resümee. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.